Mama Krabs, der hat... Und er hat nichts gesagt, und dann hat er... Und dann hat er ganz laut geschrien. Und dann... Mrs. Krabs, das war ein Egal. So einen Haufen voll. Hab ich noch nie gehört. Ihr solltet euch alle schämen. Und wenn ihr schon redet wie Seemänner, dann könnt ihr gefälligst auch arbeiten wie Seemänner. Wir erweitern unser Bikini-Bottom. Heute zieht Mrs. Krabs in die Stadt. Ihr habt gerade eben gesehen, sie wurde herzlich schon willkommen geheißen. Aber wir können natürlich nicht alle so sprechen wie Seemänner, sondern auch arbeiten wie Seemänner. Und damit wir dem gerecht werden, würde ich sagen, schnappen wir unsere Blöcke und bauen Mrs. Krabs ihr Häuschen. Für den Start holen wir uns dann einfach ein bisschen rosanen Beton raus, gelber Beton, Tropenholztreppen, davon nochmal die Stufen, Glatterstein, davon nochmal die Stufen. Dann eine Eisentür, Steinknöpfe und als Glasfarbe empfehle ich mal wieder das Türkise. Wir legen zuerst los mit dem Grundriss. Dabei fangen wir an, ich würde mal sagen, diesmal komplett von der Seite, dass wir hier erstmal vier Blöcke einfach nach vorne gerichtet einmal setzen, biegen mal zur Seite ab und setzen 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke, gehen wieder schräg einmal nach vorne und setzen 1, 2, 3, können gleich mal schon mal unseren glatten Stein nehmen und hier einfach so mal ein 3x3 Rahmen uns einfach hier zeichnen. Wer möchte, kann auch gleich schon mal die Tür einsetzen. Und die Steinknöpfe als Nieten hier rum einmal platzieren. So, dann geht's weiter wieder mit drei weiteren Blöcken. Gehen einmal nach hinten weg und setzen da wieder so schräg fünf Blöcke hin. Biegen hier wieder einmal ab, setzen unsere vier Blöcke hin für die Seite. Und auf der Rückseite genau das gleiche Spiel, dass wir hier dann fünf machen. Hier ziehen wir das genauso, wie wir es haben. Werden dann jetzt an sich insgesamt neun Blöcke. Und dann setzen wir hier nochmal die fünf Blöcke hin. Kommen wir nun erstmal dazu, uns die Vorder- und Rückseite zu zeichnen. Wir fangen jetzt an der Seite hier einmal an und setzen 1, 2, 3 weitere Reihen rauf und können die zur Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einfach überstehen lassen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wir können hier auch erstmal das erweitern um 3 weitere Blöcke. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 überstehen lassen und hochziehen. Wir machen das natürlich gleich auch noch auf der anderen Seite. Ich würde sagen, hier einfach die gerade Reihe können wir erstmal nochmal um 3 weitere Reihen erhöhen. So dass wir dann hier zu den Seiten nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke nochmal gehen können. Wir gehen wieder auf die Vorderseite. Und setzen jetzt einfach mal hier einen 7er rauf, schön in der Mitte. So, 7 Blöcke, wunderbar. Darauf setzen wir dann einen 5er und diesen 5er machen wir auf 4 Blöcke hoch. Jetzt habe ich hier die 2., 3. und 4. Reihe. Da setze ich dann nochmal eine 3er Reihe rauf und mache die auch nochmal auf 4 Blöcke hoch. Das Spiel machen wir natürlich auch gleich synchron auf der anderen Seite. Wir suchen hier so ein bisschen die Mitte einmal raus, setzen hier den 7er hin. Dann kommt eine 5er Reihe, die machen wir auf 4 Blöcke hoch. Und dann kommt eine 3er Reihe, die werden wir auch nochmal um 4 Blöcke erhöhen. Weiter geht's auf den Seiten. Hier wollen wir jetzt weitermachen. Und zwar setzen wir jetzt hier den zweiten einen Block ran. Und dann zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Blöcke hoch. Breite machen wir jetzt einfach mal hier auf 3. Und ganz unten setzen wir nochmal einen weiteren Block ran. Und ganz oben in der Mitte, zack, nochmal so ein Knubbel. Ja, das können wir erstmal auf jeder Seite machen. So, ziehe wie gesagt 10 Blöcke hoch. Dann einfach 3er Breite. Einen Knubbel oben hinsetzen und einen hier unten dran. Weiter geht's auf den Seiten. Hier wollen wir das jetzt auch einmal fertig machen. Wir ziehen die erste Reihe hier einmal rauf, gefolgt von einer zweiten Reihe. Dann geht hier gleich die nächste Reihe weiter. So, und ab dieser Reihe können wir jetzt bis einmal nach oben ziehen, aber nicht komplett, sondern ein tiefer, als wir das haben. Also setzen wir hier ganz einfach 9 Blöcke hoch. So, wir machen es noch einmal zusammen. Also an der Seite zuerst eine Reihe hier hinsetzen, gefolgt dann hier, zack, eine Reihe gleich davor. Dann wieder eine schräg davon. Und ab der Reihe ziehen wir das jetzt nach oben auf 9 Blöcke, sodass es halt ein niedriger ist, als was wir hier schon haben. Weiter geht es jetzt hier auf der Innenseite. Die wollen wir natürlich jetzt auch noch zuziehen. Wir fangen am besten jetzt hier bei diesen einen Knubbel an, den wir haben. Und zwar darüber setzen wir jetzt hier eine Reihe mal quer rüber, sodass wir die hier auf der Höhe haben wie auf der anderen Seite. Wir können jetzt hier die Wand dann einfach mal zuziehen. Sobald das erledigt ist, können wir unten, würde ich mal sagen, erstmal eine kleine Fläche uns hier langziehen. Und zwar auf eine 4er Länge. So, bis zur anderen Seite. Und dann einfach hier alles ausfüllen. Hier drauf setzen wir nochmal zwei weitere Streben, immer auf 4 Blöcke lang. Andere Seite auch, zack, 4 Blöcke rauf. Das Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Erstmal hier die eine Wand. Sobald wir die nach oben haben, setzen wir hier dann noch diese 4er Fläche einmal rauf. Und dann noch zwei 4er Streben, eine hier hin und eine einmal an der Kante. Jetzt geht es daran, dass wir den Anker, sag ich mal, in der Mitte weiterbauen. Wir fangen erstmal an den Seiten an. Hier machen wir uns erstmal, sag ich mal, eine weitere Reihe hinter unserer 4er Strebe. Die machen wir auf die gleiche Höhe, wie wir, sag ich mal, hier schon die erste Strebe einmal haben. Also auf 4 Blöcke. Dann suchen wir einmal hier so ein bisschen wieder die Mitte. Setzen hier einfach 4 Blöcke hin. Und hier machen wir jetzt nicht 4 wieder rauf, sondern hier machen wir, muss ich selber nochmal kurz gucken, ja, an sich nur 3 rein rauf und oben in der Mitte einfach so ein 2er. Also ein bisschen enger gebaut.
So, andere Seite genau das gleiche Spiel. So, erstmal machen wir hier unsere Gewandeimer rein. Hat natürlich die gleiche Höhe, also 4 Blöcke. Such dann hier mal so ein bisschen die Mitte. Jetzt haben wir hier 4 Blöcke. Also nehmen wir 4 Blöcke. Die machen wir jetzt auf eine Dreierhöhe. So. Und dann einmal oben noch den Zweier. Jetzt wollen wir natürlich den Innenbereich noch machen. Da fliegen wir jetzt einmal rein. Wir setzen natürlich erstmal eine Strebe hier überall einmal lang, wo, sage ich mal, das hier offen ist. Wenn wir das haben, können wir jetzt auf diesen innenliegende Reihe ein Viereck uns einmal lang ziehen. Vorder- und Rückseite setzen wir dann eine Dreierreihe hin. Die machen wir auf insgesamt 4 Blöcke hoch. Und oben in der Mitte setzen wir nochmal so einen Knubbel hin. Auf der anderen Seite auch. Dreier Breite, 4 Blöcke hoch und ganz oben in der Mitte nochmal so ein Knubbel. An den Seiten setzen wir das nicht auf 4 Blöcke hoch, sondern auf insgesamt 6 Blöcke. Also 2 Blöcke mehr ist, was wir jetzt hier haben. Auf der anderen Seite auch. Hier einfach 6 Blöcke einmal raufsetzen. So, bis nach oben. Steht dann ein einfach über. Wir ziehen dann einfach hier Vorder- und Rückseite einfach hier komplett einmal zu, sodass man hier nicht mehr reingucken kann. Und dann kommen wir nur noch darauf, hier immer uns noch eine Zweierreihe lang zu ziehen, aber wir lassen die Ecken einfach frei. Ne, da setzt ihr einfach nur an den Seiten hier so eine Zweierreihe hin. Ganz oben könnt ihr jetzt endlich zubauen, damit man nicht mehr reingucken kann. Nun wollen wir jetzt natürlich auch noch diesen Ankerring einmal oben bauen. Wir fangen jetzt einfach hier bei unserer Dreierfläche an, dass wir jetzt hier zur Seite einfach nur in Einer gehen. Und dann kommt halt wieder der Dreier und der Einer. Und das ist, sage ich mal, schon unser Kreismaß, was wir hier haben, also ganz einfach ist. Wenn ihr das denn soweit auf einer Reihe habt, also auf einer Seite, könnt ihr die jetzt einfach mal komplett einmal zur anderen Seite ziehen. Der Anker hat dann hier, sage ich mal, eine Breite von 4. Haben wir das denn soweit erledigt, können wir das noch ein bisschen verfeinern. Und zwar machen wir das erstmal draußen, dass wir hier immer noch mal so 2 weitere Blöcke immer in diesen Ecken setzen. Dadurch wird das Ganze noch ein bisschen mehr abgerundet. So, schön in jeder Ecke, wunderbar. Und dann würde ich sagen, innen drin können wir auch noch gerne ein bisschen was verpassen. Das heißt, hier setzt ihr auch noch mal jeweils, was wir draußen gemacht haben, noch einmal rein. Na, diese 2er Blöcke. Wunderbar. Gucken wir uns das einmal kurz an. Ja, das sieht doch schick aus. Nun kommen wir natürlich noch dazu, unseren Anker noch anzumachen. Dafür nehmen wir jetzt unseren gelben Beton. Wir fangen oben einmal an. Und zwar tauschen wir jetzt 2 Blockreihen durch unseren gelben Beton aus. Zum einen jetzt hier diese und diese hier. Die könnt ihr einfach mal austauschen. Habt ihr das ausgetauscht, könnt ihr vorne den einen Knubbel nochmal austauschen. Und hier an der Seite jeweils immer die Ecke tauschen wir auch nochmal aus. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Weiter geht's dann noch auf der unteren Seite. Hier tauschen wir zuerst auch 2 Blockreihen aus. Und zwar genau gesagt diese 2 Reihen. Die einfach mal hier durch unseren gelben Beton ersetzen. Wenn ihr das soweit erledigt habt, wollen wir hier natürlich auch noch so ein paar Zipfel dran setzen. Wir fangen am besten so an, dass wir die Mitte immer freilassen und dann immer einen Block davon dann immer wieder Platz lassen und dann setzt ihr hier einfach die Streifen hin. Auf der Rückseite machen wir es ein bisschen anders. Da setzt ihr dann hier in der Ecke so einen Knubbel hin. Da tauschen wir so ein bisschen hier das Maß einmal aus, dass wir hier auf der Rückseite dann in der Mitte ankommen. So, weil sonst geht es irgendwie nicht so ganz perfekt auf. Aber sonst, zack, passt es. Beim Anker finden natürlich noch oben die 2 Teile, die zur Seite gehen. Nehmt nochmal euren rosanen Beton und den setzen wir jetzt hier einmal perfekt schön an und ziehen das jetzt raus. Insgesamt 8 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Formen uns dann hier einfach mal diese, ja, diese Stange hier einfach mal raus. Bevor wir die bearbeiten, machen wir es auch nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier einmal ansetzen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Blöcke, die reichen schon. Gehen wir hier einfach mal raus. An diesen Stangen setzen wir an sich jetzt einfach so ein Pluszeichen einmal ran. Das hat immer so ein Maß von 4. Oh, gehen wir auch einmal runter. Einmal nach oben. Und da formen wir uns jetzt draußen eine Kugel. Wir ziehen sie natürlich auch zur anderen Seite. Lassen es da einmal überstehen. Und schon entsteht hier einfach so ein Knubbel. Unten mache ich mir auch nochmal zack. Nehmen wir die Knubbel hin. Und fertig. Ja, den wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Auch hier gehen wir erstmal draußen einmal lang. Setzen hier 4 Blöcke hin. So, formen uns unser schönes Pluszeichen. Das Pluszeichen ziehen wir dann zur anderen Seite. Auch hier einmal überstehen lassen. Oben ziehen wir das hier gleich einmal mit. Und dann müssen wir nur noch oben das so ein Pluszeichen verwandeln. Und einmal auf der Unterseite. Super, fertig. Und bei diesen Stangen tauschen wir auch nochmal 2 Blöcke aus. Und zwar nur diese hier durch unseren gelben Beton. Wunderbar. Super, jetzt würde ich sagen, wird Zeit, dass wir auch die Dächer raufsetzen. Und zwar an den Seiten. Hier fangen wir dann komplett an der Seite an, dass wir das dann einfach pyramidenartig hier dann nach oben setzen. Ganz oben kommt die Stufe hin und andere Seite geht es dann hier auch wieder runter. Wir wollen natürlich unser Dach auch einmal überstehen lassen, weil das dann immer ein bisschen besser aussieht. Und ihr nehmt auch gleich die Treppen und könnt die hier einmal unterplatzieren. Ganz oben in der Mitte. Ja, auch wenn wir eine Stufe haben, setzen wir eine Treppe unter. Das sieht einfach schicker aus. So, erstes Dach geschafft. Fehlt noch das zweite. Hier müssen wir natürlich auch nochmal den gleichen Schritt machen. Wenn wir denn die beiden Dächer soweit erledigt haben und auch natürlich daran gedacht haben, die hier natürlich unter noch zu verstärken,
wird es Zeit, dass wir auch mit dem Fenster beginnen. Wir fangen am besten auf der Unterseite an, nehmt dafür eure glatten Steinstufen zur Hand. Wir lassen jetzt neben unserer Tür einfach eine Blockreihe Platz und dann setzen wir uns einfach solche zwei kleinen Fensterjammer rein. Stufen unten platzieren. Wer möchte, kann auch dann immer gleich schon, zack, hier, dass ich das Glas nehme und das einmal hier noch platzieren. Aber es macht mehr Sinn, wenn wir es am Ende machen. Oh, jetzt muss ich hier natürlich auch rauskommen. So. Wir machen dann auch noch jeweils hier an einen unserer Ankerspitzen auch nochmal ein Fenster rein. Lasst darüber so zwei Blöcke ruhig Platz und dann hier das gleiche Spiel. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche Mal. So, zack, hier. Fenster hin, zwei Blöcke darüber Platz lassen. Ich baue mich hier kurz mal rein, um meine Fenster natürlich auch hier wieder mit Glas zu bestücken. Oh, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ich glaube, Mrs. Krabs ist stolz auf uns. Wir haben ihr Häuschen aufgebaut. Nicht nur, dass wir ihr einen neuen Anstrich verpasst haben, wir haben es grundauf saniert. Und ja, da wird sie sich bestimmt freuen. Sie wohnt jetzt mit dem Bikini-Bottin. Und dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Nachbauen. Und wir hören uns dann wie immer zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und tschüss.